extremistisch. Echte Männer sind recht. So, Freunde, und damit herzlich willkommen zur 265. Folge der Honigwabe. Ich habe so viel in der Birne, was ich noch raushauen muss. Ich habe keine Notizen dafür. Erstmal begrüße ich Charlotte, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Hallo, Charlotte. Guten Abend. Ich möchte gar nicht sagen, Dankeschön, dass ich hier sein darf, denn der Anlass ist ja eher traurig, aber ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Festival der Vielfalt. Diese Woche von Freitag bis einschließlich Sonntag war eigentlich das Festival der Vielfalt in Solingen geplant. Eigentlich die 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen, aber heutzutage muss jede Veranstaltung mit politischen Kampfbegriffen zugeschissen werden. Erst recht, wenn der Obermufti vor Ort ein SPDler ist, so wie das da der Fall ist. Bei der letzten Bundestagswahl, ich stoppe ihn ab und zu, weil ich euch die entsprechende Quelle noch einblenden muss. Bei der letzten Bundestagswahl hat man sich in der Region auch überdeutlich für die Vielfalt ausgesprochen. Die einzige Partei, die dort gegen grenzenlose Zuwanderung aus der dritten Welt ist, hat keine 8% geholt. Ehrlicherweise muss man auch anmerken, bei der Europawahl dieses Jahr hat die AfD dann schon 13% geholt. Das heißt aber unterm Strich, dass weiterhin weit über 80% der Bevölkerung dort dafür sind, so viele Menschen wie nur irgend möglich aus der dritten Welt hier anzusiedeln. Anfang des bestellt. Ja, ich meine, es ist tatsächlich so. Ja, ich habe jetzt auch die Schnauze voll mit irgendwie Mitleid heucheln, sondern durch tut mir jetzt die einzelnen Opfer leid. Das, ich habe keine persönliche Beziehung, von daher, weißt du, ist halt eine doofe Geschichte. So, ich kenne die Leute ja persönlich nicht, aber mir ist das auch zu blöde zu sagen, naja, die Leute wissen nicht so genau, na, dann sollen sie nicht wählen gehen. Also, wenn die Leute nicht wissen, was Sache ist, dann sollen sie nicht wählen gehen. So, wenn sie wissen, was Sache ist, dann können sie unmöglich die SPD wählen. Ja. Also ich weiß ja nicht, in Solingen, kennst du da die Demografie? Sind das alles alte Leute, die 2 Stunden am Tag vor der Tagesschau? Ja, weiß ich nicht. Ich war einmal dort, beruflich. Das ist jetzt so in etwa ein Jahr her. Und in den 2 Stunden vielleicht, die ich da auf der Straße verbracht habe, also ich habe in der Regel vor Ort in irgendeinem Gebäude zu tun, die ich da auf der Straße wirklich unterwegs war, kam mir das vor wie so ein Fleckchen Erde, wo die Welt auch in Ordnung ist. Aber okay. Das kam mir halt Thüringen auch, wo ich vor, weiß ich nicht, 2 Wochen, an einer Woche, vor 2 Wochen, glaube ich, war, und da wählt man halt nicht irgendwelche Vollidioten, die genau das kaputt machen. Hm? Ja, warte mal, Solingen, ich bin ein bisschen dumm, was Geografie betrifft. Solingen ist im Westen, oder? Ich auch, ja, ist es. Ich bin auch ein bisschen dumm, das ist aber nicht schlimm. Gut, also es gibt ja Gründe, warum ich glaube, Wuppertal ist dann unmittelbarer Nähe. Ja, okay, gut, also. Wobei, ich glaube, also, Wuppertal ist ein bisschen ein Drecksloch. Ja, Solingen ist, oder ich drücke es mal anders aus, Wuppertal ist, glaube ich, schon ein ziemliches Drecksloch. Solingen nur ein bisschen. Aber man will halt auch diesen Flecken Erde noch in ein Drecksloch verwandeln. Ja, und deshalb wählen da halt über 80% irgendwelche Schwachmaden. Ja. Ja, es gibt ja einen Grund, warum die AfD im Osten so stark ist und im Westen nicht. Ich mache da im Übrigen. Ja, weil die noch keine Ausländer gesehen haben, deswegen. Die hassen Ausländer, weil sie noch nie einen gesehen haben. Ja, unter anderem. Die sehen natürlich die Falte des Westens. Ist nicht so, dass der gemeine Ossi nicht auch mal Urlaub macht in Berlin oder so? Gut. Ja. Anfang des Jahres hat der SPD-Oberbürgermeister natürlich vorbildlich die Massenpanik ob eines privaten Treffens in Potsdam genutzt, um auf einer Demo gegen rechts den Leuten dann weiter ins Hirn zu scheißen. Ich zitiere mal. Dabei antwortete Kurzbach, das ist der Oberbürgermeister, auch auf die Sorgen seiner Vorrednerinnen, der Frauen aus Marokko und Pakistan. Zitat: Wir stehen zu euch. Wir schützen euch. Habt keine Angst. Das sei darüber hinaus an alle Solinger gerichtet, die sich momentan durch den aufkeimenden Rechtspopulismus nicht sicher fühlen würden. Abschließend bekam der Oberbürgermeister großen Applaus für seine deutliche Positionierung. Man muss dazu sehen, den Text hat Bunstadt Braun geschrieben. Ja? Zitat: Rechtsextremismus ist keine Meinung. Das ist ein Verbrechen. Na klar. Dieb! Ja, ich die Gefühle, sie kommen mir hoch. Ja. Ja. Unglaublich. Gut. Man muss sagen, generell ist der Herr Kurzbach politisch sehr eindimensional. Also ich werde nichts Falsches sagen, aber seine Arbeit scheint im Wesentlichen daraus zu bestehen, den Leuten zu erzählen, dass Vielfalt total toll ist und Nazis, die sind total scheiße und überhaupt die Flüchtlinge und so weiter. Hier seht ihr ihn bei der Eröffnung des Kultur- und Umweltfests Leben braucht Vielfalt, da haben wir das Schlagwort schon wieder, im Jahr 2017.
Unser Soling, das ist nämlich bunt. Unser Soling besteht aus vielen Farben, aus vielen Geschmäckern, aus vielen Gerüchen. Und wie schön, dass der Meckerpitter mal zu Hause geblieben ist. Und genauso wünsche ich mir, dass das ganze Jahr über unser Leben gemeinsam miteinander gelingt. Dass wir nicht denen recht geben, die immer auf Angst setzen. Dass wir nicht mehr Grenzen brauchen und schon gar keine Obergrenzen brauchen, sondern dass wir Freiheit, Toleranz und ein gutes Zusammenleben brauchen. Denn die Herausforderung war ja, nachdem im Jahr 2015 und 2016 die vielen Menschen vor Krieg und Terror hierhin zu uns geflüchtet sind, dass wir diese Menschen willkommen heißen, aber auch bei uns integrieren, sie zu Nachbarinnen und Nachbarn werden lassen und die wirklich willkommen heißen. Und da können wir wirklich stolz sein auf unser Solingen. Hunderte von Ehrenamtlichen in Kirchengemeinden, in Wohlfahrtsverbänden, in neuen Organisationen haben sich zusammengeschlossen und sorgen bis heute dafür, dass das Ankommen in Wohnungen gelingt, dass Deutschkurse gelingen, dass das nicht einfache Umgehen mit deutschen Behörden ganz gut funktioniert. Und da können wir gemeinsam auf unserer Heimatstadt stolz sein. Da ist Großes geleistet worden. Ich habe es gerade im Live-Chat schon gesehen. Ich habe das heute nicht hier drin als Thema, weil das dann irgendwann den Rahmen gesprengt hätte. Ich musste ein paar Sachen rausschmeißen. Ja, auch Herr Kurzbach ist verwickelt in diesen Schleuserskandal, der aktuell läuft, wo SPDler und CDUler im großen Stil, da geht es teilweise um, ich glaube, 100.000 Euro und mehr, Leuten Aufenthaltstitel besorgt haben, die diese eigentlich nicht hätten haben dürfen. Ja, und gegen Herr Kurzbach wird auch diesbezüglich ermittelt. Also was da im Live-Chat stand, das ist korrekt. Gut, wir kommen jetzt zum Freitagabend gegen 21.30 Uhr, also zum Festival der Vielfalt. Da hat dann jemand offensichtlich zahlreiche Personen ab- bzw. niedergestochen. Ein Teil der Teilnehmer vor Ort hat davon so erfahren. Wir haben durch einen Messerstecher am Fronhof sehr, sehr viele Schwerverletzte. Und wir möchten euch bitten, dass ihr geht. In aller Ruhe, bitte die Augen aufhaltet. Ja, denn leider ist der Täter nicht gefasst. Ja, da war das schöne Festival der Vielfalt plötzlich beendet und aus der Presse hat man kurze Zeit später schon erfahren, dass es wohl Tote geben soll. Später hieß es, der Täter habe gezielt auf die Hälse seine Opfer eingestochen. Noch später habe ich dann gelesen, dass er nur auf die Hälse seiner Opfer eingestochen habe. Es gibt 3 Tote sowie 5 Schwerverletzte. Der Täter konnte anfangs entkommen und dann hat man gerätselt. Was könnte da nur passiert sein? Die Öffentlich-Rechtlichen haben das dann für die Zuschauer völlig korrekt eingeordnet. Man hat sich in der vergangenen Nacht sehr bewusst dazu entschieden, von einem Anschlag zu sprechen und nicht von einer Amoktat etwa. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, weil bei einer Amoktat wäre es in der Regel so gewesen, dass derjenige so lange weitergemacht hätte, bis man ihn hätte gestoppt hätte. Dieser Mensch hier ist aber nach Vollbringung seiner Tat geflohen und das lässt die Polizei also deshalb von einem Anschlag sprechen. Von einem Terroranschlag kann man schlicht und ergreifend noch nicht sprechen, weil es einfach keine Erkenntnisse zur Motivlage gibt. Also war das ein Anschlag, den man verübt hat, um beispielsweise islamistischen Terror zu verbringen? Oder war das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die dahinter stehen. Und solange man nicht weiß, welche Motivlage dieser Täter hat, möchte man auch erst einmal nicht von einem Terroranschlag sprechen, weil man schlicht und ergreifend nicht das Motiv benennen kann. Man kann das also wirklich überhaupt nicht sagen. Es gibt nicht den geringsten Hinweis bezüglich des Täters. So sprach man bei der ARD um 9:45 am Samstagmorgen, am nächsten Tag. In anderen Medien, selbst in der Schweiz, ging am Samstagmorgen um 9:50, morgens um 9:50, also tief in der Nacht, schon bekannt, dass der Täter Arabisch gesprochen haben soll. Ich zitiere, zu Medienberichten, der Angreifer habe Arabisch gesprochen, wollte sich die Polizei nicht äußern. Haben wir das irgendwer erklären? Kannst du mir das erklären, Charlotte? Jemand sticht bei einem Volksfest Leute ab und 4 Stunden später will die Polizei sich nicht dazu äußern, wie der flüchtige Täter aussehen könnte. Ja, man will die Bevölkerung nicht beunruhigen, ist doch klar. Es ist der Wahnsinn. Das muss irgendwie sowas in der Art sein. Ja, na klar. Im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen, die wir
jedes Jahr mit 10 Milliarden Euro finanzieren, hat es der YouTuber Weichreiter noch am selben Abend nach Solingen geschafft und folgende Täterbeschreibung erhalten. Terroranschlag. Einer der Menschen, die das hier vor kurzem noch miterlebt haben, steht gerade vor mir. Die beiden Täter sind an mir vorbeigelaufen, hatten darüber geredet, dass die Menschen abstechen wollen und die Kehle aufschlitzen wollen. Ich denke mal so türkische, marokkanische Herkunft. Der eine hatte ein Vollbart mit Lücken drin, der andere Oberlippenbart. Die Was? Waren beide schwarz angezogen. Die Polizisten haben mir immer nur dieselben Fragen gestellt. Hast du das Gefühl, die Polizisten haben sich für irgendwas Spezielles interessiert? Das Was hast du denn? Aussehen, die Stimmlage. Und hast du so sogar selber auch die Toten sehen müssen? Und da waren auch die Leichen noch, die lagen da noch. Und mit einer Plane überdeckt, aber die haben die Leichen nicht richtig überdeckt. Bedeutet, bei der einen Plane hing noch ein Fuß raus, bei der anderen Plane hing eine Hand raus. Und die eine Plane ist so hoch und runter geweht durch den Wind und dann hat man halt die tote Frau darunter, deren Kehle aufgeschlitzt. Weichreiter Kanal, wenn ich kein Vollidiot bin, ebenfalls verlinkt, falls nicht Weichreiter. So wie Reichweite, nur halt mit vertauschtem R und Weh. Gut, wir reden ja also unzweifelhaft vom südländischen Phänotyp, wie es so schön heißt. Und selbst der zweite Typ, der da beschrieben wurde, der hat später Sinn ergeben, denn noch am Samstag wurde ein 15-jähriger Kirgise festgenommen, der zwar nicht bei der Tat selbst zugegen gewesen sein soll, aber vom Plan des Täters gewusst hat. Ich zitiere mal: Zeugenaussagen zufolge soll er kurz vor dem Angriff mit einem 15-Jährigen über seine Absichten gesprochen haben. Zwei Zeuginnen sollen gesehen haben, wie der Täter gegenüber dem Jugendlichen sagte: Heute steche ich alle ab. Die Behörden informierte der 15-Jährige aber nicht darüber. Am Samstagmorgen nahm die Polizei ihn fest. Ihm wird das Nichtanzeigen einer geplanten Straftat vorgeworfen. Wie der Spiegel berichtet, soll es sich beim Teenager um einen jungen Kirgisen handeln. Der Jugendliche soll in einer Flüchtlingsunterkunft leben. Er verweigere derzeit die Aussage. Es ist so ermüdend einfach. Was zum Geier macht ein 15-jähriger Kirgise hier? Ja. Ich habe witzigerweise einer meiner liebsten Kommilitonen aus Studentenzeiten. Der ist Kirgise und lebt mittlerweile wieder in Kirgisistan. Da herrschen weder die Taliban, noch herrscht da Krieg. Was macht dieser 15-Jährige hier? Ja. Am selben Abend wird dann publik, dass sich der Täter zum Islamischen Staat bekannt hat. Und die Polizei stürmt außerdem eine Flüchtlingsunterkunft und nimmt einen Syrer fest, der sich später als unschuldig bzw. zumindest nicht als der Täter herausstellt. Den Täter suchte man weiterhin vergebens, bis er sich dann selber stellte. Vom strömenden Regen durchnässt und noch blutbeschmiert ging der Mann kurz nach 23 Uhr auf die Beamten zu und sagte nach Bildinformationen: Ich bin der, den ihr sucht. Er hatte sich offenbar seit der Tat in einem Hinterhof versteckt. Bei dem Mann soll es sich um den Syrer Issa Al-H, 26, handeln. Kam 22 als armer Flüchtling nach Deutschland. Ob er jemals gearbeitet hat, konnte ich nicht herausfinden. Ich gehe also bis auf Weiteres davon aus, dass wir alle seinen Lebensunterhalt zu 100% finanziert haben. Als Islamist sei er bisher nicht aufgefallen und polizeibekannt soll er auch nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich die Opfer schon erwähnt habe, neben 5 Schwerverletzten, die aber alle über den Berg sein sollen, hat er 2 Männer im Alter von 56 und 67 Jahren abgeschlachtet und eine Frau im Alter von 56 Jahren. Ja, Issa Al-H, der schutzbedürftige 26-jährige Syrer, sollte bereits Anfang 23 abgeschoben werden. Nach Bulgarien. Ich vermute jetzt mal, weil er dort erstmalig zumindest offiziell europäischen Boden betreten hat. Wenn der Termin für die Abschiebung schon stand, wieso ist er dann nicht abgeschoben worden? Fragt ihr euch jetzt? Das Bubel ist untergetaucht. Bevor dann mehrere Monate später wieder auftauchte und dann halt einfach blieb. Ich habe erhebliche Zweifel, dass er ein Jahr lang von Luft und Liebe gelebt hat, seit seinem Wiederauftauchen. Ich muss also erneut annehmen, dass wir seit dieser Zeit für eine gratis Vollversorgung zur Kasse gebeten wurden. Ja, dann hatte ich noch ein paar Screenshots und Videos gesammelt mit dummen, inhaltslosen Textbaustein-Statements von unseren geliebten Politikern. Die haben es alle geschafft, gar nichts zu sagen. Wir sind entsetzt. Ich bin schockiert. Diese grauenhafte Tat. Und seid euch sicher, noch am selben Tag werden sich diese Gestalten in irgendeiner Form dafür stark gemacht haben,
dass die irreguläre Massenmigration nicht nachlässt. Ein besonders dummes Statement will ich aber nochmal im Detail erwähnt haben. Unser geliebter Bundeskanzler Olaf Scholz, der Ankündigungslord, der uns Abschiebungen im großen Stil versprochen hat und seitdem Zehntausende Zuwanderer nach Deutschland ließ, der schrieb auf Twitter: Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt. Ein Attentäter hat mehrere Menschen brutal getötet. Gerade habe ich mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung. Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Bla 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 bla. Aber Charlotte, er muss mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Hätte man auch alles vorher schon erledigen können, oder? Das auch, aber zumindest dürfen wir jetzt hoffen, dass unsere Journalisten uns da nicht ab Anfang nächster Woche wieder erzählen, dass der Arme geistig krank ist irgendwie oder so. Ja? Also eine Haftstrafe ist da vermutlich angemessen, wenn ihr Herrn Scholz fragt. Ja? Ja, dann ist das Getrommel vorbei und wir gehen wieder über zur Tagesordnung. Was da heißt, für nächstes Jahr planen wir die Ansiedlung von mindestens 300.000 Personen aus Nahost. Es darf schließlich keine Obergrenze geben, um den Solinger Oberbürgermeister von vorhin nochmal zu zitieren. Passend dazu ein kurzer Clip von Franz Josef Strauß aus dem Jahr 1986, der diese Woche auf Twitter die Runde machte. Ein schauriges Ritual abläuft. Es passiert ein schreckliches Verbrechen, erster Akt. Zweiter Akt, Bestürzung, Empörung. Dritter Akt, Ruf nach harten Maßnahmen. Vierter Akt, Warnung vor der Überreaktion. Fünfter Akt, gar nichts. Sechster Akt, Übergang zur Tagesordnung. Gut, unser Gespräch mit Maaßen hat leider zu spät stattgefunden, um über Solingen zu sprechen. Es war ihm aber ein Anliegen, sich dazu nochmal zu äußern. Daher wurde mir noch eine Sprachnachricht zugestellt und die spiele ich jetzt kurz für euch ab. Die Opfer von Solingen könnten heute noch leben, wenn wir eine andere Ausländerpolitik und eine andere Sicherheitspolitik hätten. Hinter den Tätern stehen Politiker, die verantwortlich dafür sind, dass Solingen mittlerweile ein neues Normal ist, dass nahezu jede Woche an irgendeinem Ort in Deutschland Messerstechereien stattfinden. Und diese Politiker wollen diese Politik fortsetzen und lenken ab, indem die darüber faseln, Messerverbotszonen einzuführen. Nicht die Messer töten, sondern die Männer, die die Messer in den Händen haben. Und jedermann weiß, dass der überwiegende Teil der Täter Ausländer sind, die eigentlich nichts in Deutschland zu suchen hätten. Die Täter sind die Hauptverantwortlichen, aber hinter den Tätern stehen die Politiker, die mit ihrem Nichthandeln oder mit ihrer Ausländerpolitik dafür verantwortlich sind. Und das sind Politiker von CDU, von CSU, von Grünen und SPD. Ja, vielen Dank nochmal. Hast du Lust auf eine Verschwörungstheorie? Ja, unbedingt. Ich liebe Verschwörungstheorien. Ich habe für dich eine hochaktuelle Verschwörungstheorie. Ja, bitte. Und die bringt dir kein Geringerer als Klaus-Peter Behringer. Nach einigen Angaben Besitzer von maileurope.de, irgendein scheiß E-Mail-Adressenanbieter und Datenschutzberater will er sein. Und der schrieb gestern, ich muss mir das blöderweise kurz raussuchen: Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Anschläge in Deutschland zugenommen haben, seit die AfD aktiv versucht, an die Macht zu kommen? Deren großes Vorbild Putin hat schließlich mehrfach vorgemacht, wie das funktioniert. Hashtag Solingen. So, jetzt schreibt ein Twixer-Feller dazu: Erstaunlich, oder? Auch die zeitliche Nähe ist schon bemerkenswert. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und dann antwortet Klaus-Peter Behringer: Attentat Mannheim, 31. Mai 2024. Europawahl, 9. Juni 2024. Attentat Solingen, 23. August 2024. Landtagswahl Thüringen-Sachsen, 1. September 2024. Also die weißt AfD... Weißt du, warum Linke alle so viele mentale und psychische Probleme haben? Weil die permanent damit beschäftigt sind, die Realität zu leugnen und sich irgendwelchen anderen Quatsch ausdenken zu müssen. Ja. Diese kognitive Dissonanz ist so anstrengend. Ja. Ja. Die Leute gehen kaputt daran. Übrigens, wenn du sein Profil durchgehst, da ist halt nur linker Blödsinn. Ja. Also ich glaube, dieser Mann leidet. Und der sollte eigentlich weniger Fernsehen und wahrscheinlich weniger Medien im Ganzen konsumieren. Das würde der Gesundheit gut tun.
Ja? Aber wisst ihr Bescheid, also man muss sich das mal angucken, ob nicht die AfD solche Attentate quasi in Auftrag gibt, ja, um dann bei den Wahlen davon zu profitieren. Klar. Gut, zum Schluss habe ich noch ein Porträt von euch. Das kam kurz vor Redaktionsschluss rein. Das ist Issa El H., der 26-jährige Syrer, der schon längst nach Bulgarien hätte abgeschoben werden müssen. Ja, sieht aus wie ein Bubele, das schutzbedürftig ist. Und Charlotte, zum Abschluss, die Demo gegen rechts hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Wenn die noch am Stissel sind, dann mittlerweile seit 2,5 Stunden. Ja, heute 17 Uhr hat gegen die AfD und ihre Fans oder anti.afd, ich bin mir ganz sicher, welcher von den beiden, angekündigt, als nächstes dann direkt nach Solingen zu fahren. Nachdem wir in Köln die Rotzenfaschos genervt haben, Markus Beisicht, Elena Kolbasnikova, Bernhard Falk, fahren wir nach Solingen. Ich würde mich freuen, viele von euch zu sehen. Also die Demo gegen rechts in Solingen, auch am Start, Freunde, macht euch keine Sorgen, der Abend ist gerettet. Liebe Schotter, dann sind wir durch. Das Schlusswort gehört dir. Ich danke allen Zuschauern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, nächste Woche wird es wieder richtig geil. Dankeschön. Ja, ich danke auch, dass ich die Ehre hatte, heute die erste Vertretung für Schlomo zu sein. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Bis bald.